Hallo du, wir sind wieder zurück in die Sims 3. Mal schnell eine Aufnahme reingeschoben sozusagen. Und das ist doch nicht unser Haus hier, ne? Was stimmt hier nicht? Bett? Die trauert da immer noch. Soll die nicht vielleicht hier einsteigen? Die hat keinen Bock zu irgendwas oder wie, wa? Oder wie oder wo oder was? Na gut, da gucken wir mal, was zu Hause hier los ist. Die pennen schon alle. Ist hier auch 19 Uhr, 20 Uhr. Da ist es ja Schlafenzeit. Nicht eigentlich. Hier sind die Pferde. Alle Pferde sind noch da. Ein Pferd erwarten wir noch. Ein Fohlen. Das Wasser drin. Die sind alle noch am Heulen. Tja, aber vorher haben sie betrogen ohne Ende. Ne? Alle haben geguckt, dass sie ihr Vorteile, dass sie Vorteile bekommen. Sozusagen ihre eigenen Vorteile hat den interessiert und das andere hat den nicht interessiert. Eben das Wohlergehen von ihr, von Frauchen da sozusagen. Sage ich jetzt mal so. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie hieß hier. Also hier ist sie ja. Syria oder so. Jo, wir haben hier, wer es noch nicht mitbekommen haben, wer es noch nicht mitbekommen hat, ziemlich lustige Situation. Und zwar sieht es so aus, dass einer ein Dieb ist und einer ist ein Detektiv. Das ist das Krasse daran. Nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, wie hier gearbeitet wird. Ich möchte ihn ein bisschen fördern. Den Detektiv hat er was zu tun, da müsste er aufstehen. Ja, da nehme ich was. Soll er das beobachten? Moment. Falsche Tasten. Hochleistungslernen. Aha. Das soll er beobachten. Ansonsten, hier ist erstmal nichts weiter. Dinger drehen und so. Justizpalast. Da geht gerade der Dieb hin, ja. Hier ist ein Pferd. Irgendwie sind die nicht alle zu Hause, oder was? Die sind zu Hause. Das eine nicht. Ja. Das ist gar nicht gut. Das muss mal schnell nach Hause laufen. Er hat zu tun. Er beobachtet. Hey, was macht er da? Der hat das Sträuchern an. Achso, der übt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Methoden. Hat sich auch verkleidet, hat er auch im Bad jetzt auf einmal. Ach nee, hat er hier sonst auch. Sorry. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ist ja nur ein 3-Tage-Bad. Na gut, die schläft. Die ist total am Ende, sie müsste auch schlafen. Ein Verbrecherbuch soll er lesen, ja. Da müssen wir mal ein Verbrecherbuch finden. In der Bibliothek vielleicht? Oh, unser Detektiv hat rausgefunden. Ah, nein. Das Bett steht zu weit drüben da. Warum? Da ist doch eigentlich genug Platz. Dann legt sie sich hier erstmal hin. Kann sie gar nicht. Nee, das. Jetzt haben wir ihn noch angeklickt. So, jetzt aber. Hören wir noch nicht? Lassen wir ihn mal aufstehen. Also einfach mal aufstehen. Sie auch? Dann halten wir das mal kurz an und dann versuche ich mal, das Bett hier rüber zu stellen. Ach, ich fürchte, das geht dann auch schon wieder nicht. Da kommen die da wieder nicht durch. Also, wie geht das denn bitte schön? Das verstehe ich irgendwo nicht.
Dass die angeblich dann keinen Platz haben. Seltsam, ne? Da geht das nicht. Es sei denn, man wird die Tür verschieben. Mal sehen, ob das funktioniert. Das könnte klappen. Jetzt sehe ich die Tür nicht mehr. Bah. So. Nee, da geht ja gerade einer durch. Hm. Stimmt ja. Das ist alles ein bisschen komplizierter hier als bei Sims 4. Da gibt es immer eine Möglichkeit, es trotzdem zu machen. Hier nicht. Hm. Die beiden Türen gehen nicht. Dürfen nicht in der Nähe sein. Und da geht das dann auch nicht. Da ist auch wieder irgendwas. Da müssen wir mal gucken, was. Die Lampe? Die Lampe stört bei der Tür. Ah ja. Geht immer noch nicht. Was ist denn da noch? Jetzt geht's auf einmal. Schon komisch. Wenigstens so. Gut, dann können wir diese Tür dort rüber machen. Müsste eigentlich. Und dann müssten wir eigentlich den Schrank normalerweise hier rüberstellen können. Dann müsste es gehen. Ach, das geht nicht wegen der Lampe wahrscheinlich. Wegen dem Bett? Das ist schon ganz am Rande dran. Da kann ich machen, was ich will. Jedes Mal klappt das nicht. Seltsam. Was ist, wenn ich das Bett dann doch einfach hier rumstelle? Dann geht es auch schon wieder nicht. Nee. Komisch, also ich sehe hier, dass hier eigentlich Platz ist und da können die nicht durch. Seltsam, ne? Verstehe ich nicht. Wo könnte man noch den Schrank reinquetschen? Das wäre ja auch noch egal. Machen wir das so? Jetzt sagen sie wieder, dass er nicht durchkommen oder so. Dass er nicht die Treppe runter könnte. Doch, das geht. Gut. Die Pferde schläft. Die Armen, die müssen draußen schlafen. Wir haben leider keinen Stall. Wir haben es ziemlich eng hier. Betiteln, Gemälde, Verkauf. Nichts mit Computer. Da geht's einem Pferd nicht gut. Da sollten wir mal gucken, welches das ist. Das da hinten. Satteln, zuneigen. Wir müssen es mal füttern wieder. Flasche geben? Ich glaube, es hat Hunger, oder? Bestimmt auch, ja. Mal Rechnung bezahlen. Was? Ich habe mich entschlossen, nicht zu lernen? Doch. Dann gucken wir aber nochmal. Der ist müde. Der hat abgebrochen. Ach so. Och nö, jetzt habe ich das schon wieder. Immer diese blöde Taste da. Jetzt habe ich keine Kontrolle mehr hier auf einmal. Moment. So. Jetzt haben wir alles schon mal wieder. Und schalten wir wieder um. Und weiter geht's. Er hat jetzt alles abgebrochen. Rechnung hat er bezahlt. Er muss jetzt unbedingt Fläschchen geben. Er wird jetzt nicht schlafen gehen. Er muss das Fläschchen muss er geben. Der weigert sich? Wieso geht's so schlecht sind die Werte gar nicht? Warum geht's dem Pferd so schlecht? Wir müssen uns mehr beschäftigen mit dem Pferd. Das ist vielleicht das.
Jetzt schläft's ja. Die Werte sind doch aber ganz gut. Da können wir es doch ruhig aufwecken. Fläschchen geben, Tier rufen, aufwecken. Der soll mal aufhören zu pennen da. Aufstehen und Pferdchen, Fläschchen geben. Der Meisterdieb will nicht. Will sich nicht um das Pferd kümmern. Na jetzt. Ist alles ein bisschen komisch mit dem Schlafen, aber es klappt ganz gut. Wir haben Herbst. Er geht raus, 1 Grad. Und er hat nichts an. Das gibt's nicht da. Hat nur sein Schlafzeug an. Und ein bisschen Zuneigung kann auch nicht schaden. Er selbst hat auch schon Hunger. Pferdchen wecken und Fläschchen geben. Das Pferd will nicht. Auch Bewegung irgendwie. Fütter es mal. Sie ist schon wieder am Heulen, aber es dürfte mal bald vorbei sein. Mit der Trauerzeit. Die trauern ja schon ewig. Irgendwie ist das auch ein bisschen zu lang, finde ich. Das nervt irgendwann. Ganz ehrlich. Es nervt. Geld läuft auch ganz gut. Wir haben zwar nur 13.000 und so, aber wie gesagt, uns geht's gut. Wir können uns alles Mögliche leisten. Die muss dringend mal duschen. Das hat die total vernachlässigt. Was macht die jetzt? Die isst lieber. Die geht nicht duschen. Was ist denn das für eine? Das ist sowas von schmuddelig, ist die Frau da? Danach kann sie sich was zu essen machen, würde ich sagen. Snack essen. Weißt du, sie können ja ein schönes Frühstück servieren. So, und er wird sich mal ein bisschen ums Pferd kümmern. Ich glaube, der muss da langsam mal wieder Dinger drehen, oder? Oder hat er noch ewig frei? Nee, der muss heute... Der muss heute Arbeit gehen. Oh nee, Start in einem Tag steht hier. Der hat immer noch Urlaub. Trauerzeit, was? Verbrecher, Stufe 1. Der muss auch mehr tun. Athletik. Athletik heißt zum Beispiel joggen gehen. Na, gucken wir mal hier, wo er hinschocken könnte. Einfach mal hier hoch. Er ist ja nicht mehr so der Jüngste eigentlich. Ich weiß nicht, ob das nicht schon zu viel für ihn ist. So, sie ist noch am Pennen. Sie ist ja auch schon auf, sie hat Hunger. Sie macht gerade was zu essen für alle. Nachts um 4, ja. So ist das halt. Bei der Familie. 3H heißen die ja. Gut.
Hier haben wir ja zwei. Also ein Weibchen, ein Männchen haben wir da, glaube ich, da von Jungen. Man könnte näher einfach hingehen und den das ältere Pferd verkaufen. Habe ich auch vor. So, das ist ein Männchen. Das ist auch ein Männchen. Ui. Wir haben zwei Männchen hier bekommen. Ein Weibchen. Da wird es eine Seniorin. Schwierig. Die muss noch mal Babys bekommen. Die hat auch schon Hunger. Und wir können das Pferd doch langsam mal wegschaffen, oder? Ich denke mal, wir können es mal aufwecken. Verkaufen wir es einfach. Nee, können wir ja nicht verkaufen. Wir müssen noch mal decken. Aufsitzen. Och, ich stehe mal kurz schneller. Das mit dem Schlafen ist schon heftig. Weil sie kann das Pferd hier reiten. Ich muss noch mal empfohlen zeugen. Gut, er sollte mal langsam nach Hause wiederkommen. Der ist total irre. Oh wei. Und der muss arbeiten. Ach, dann lass ihn das. Soll er machen, was er will. Der wird schon das Richtige machen. So, okay, sie steht jetzt auf. Und dann werden wir das Pferd nochmal decken. Oh, das ist schön. Da machen wir nochmal schnell ein Bildchen von. Sehr schön. Jetzt kommt sie. Na komm, die braucht aber lange. Boah, nee, du, die ziehen sich nicht mal automatisch um. Die wissen das gar nicht, dass man sich bei der Kälte umziehen muss. Dann sattel es doch mal einfach. Die kann gleich was essen. Die muss sich nur da bemühen, da drauf zu steigen. Tja, da passiert nichts. Sogar der Zeitungsjunge hat einen Schirm. Na mach. Oh, sogar der Zeitungsjunge gibt ihm eine Flasche. Krass. Steigt einfach nicht drauf, die hat keinen Bock. Brechen wir da mal ab. Irgendwas haut da nicht hin. Die steht da rum und verliert Zeit. Nochmal. Ah, das Pferd will nicht. Mit ihr mal ausprobieren. War sie das? Hat das mit ihr funktioniert? Mit Mutter nicht? Krass. Na gut, dann probieren wir mal. Macht sie auch nicht. Das Pferd will nicht. Keiner darf es reiten.
Klappt nicht. Keine Chance. Wir können jetzt noch kein Baby machen. Das ist schade. Na gut, dann macht mal eure Sachen. Er ist einfach schlafen gegangen, aber das geht nicht. Er muss jetzt zur Arbeit. Also klicken wir mal an. Zur Arbeit gehen. In 23 Stunden kommt er wieder. Toll. Der hat seine Arbeit verpasst, oder was? Nee, steht 23 Stunden. Aber irgendeiner musste doch zur Arbeit. Komisch. Oh oh. Detektiv. Da gucken wir nochmal, ob wir da nicht was machen können. Das war voll eingeschlagen hier. Da haben wir im Moment gar keinen Auftrag hier, oder was ist das hier? Politikerkarriere wollen wir nicht. Hier ist doch wieder was. Besuchen, wieso will er nicht? Weil er keinen Dienst hat, oder was? Das ist doch Quatsch, hat doch keinen Dienst. Gleitzeiten hat er ja, der hat keinen Dienst. Lassen wir mal hierher kommen. Hier gehen, das hatten wir schon mal gehabt, und dann hat es ja doch geklappt. Das war nämlich bei der Familie Schnupf, war das nämlich auch schon mal. Da ging das auch erst nicht. Und dann habe ich sie, wie gesagt, hat hingeschickt und dann ging es auf einmal. Dann. Keine Ahnung. Ist ein Bug oder so. Hier, Fälle lösen. Logik. Da müsste mal Schach spielen oder so. Aber die haben gar kein Schachspiel. Da ist er. Irgendwie kann er die nicht besuchen. 12 Uhr, da kann sie nicht besuchen, weil es regnet oder was? Nicht entspannen, nein. Nicht ins Nasse legen. Seltsam, wieso geht das nicht? Nur weil die nicht zu Hause sind? Böse. Das ist total böse. So. In 2 Tagen muss sie wieder arbeiten. Einem Tag. Gleitzeit, ja. Und trotzdem, er steht jetzt da und kann nichts machen. Toll. Er geht wieder. Tja, müssen wir ein andermal versuchen. Was haben wir da denn noch? Ein Katzentreffen. Wir haben gar keine Katze. Hundepark. Wir haben auch keinen Hund. Das ist ein Haus. Das ist ja eine andere Familie da irgendwo. 3H, ja. Ist auch ein Teil von 3H. Was machen die überhaupt da? Der kann überhaupt nichts besuchen. Wieso denn das? Was stimmt denn hier nicht? Weil samstags ist, der arbeitet doch immer eigentlich. Hm. Seltsam. Logik, da müsste er Schach spielen oder so. Er malt mal ein Bild. Da muss man aufstehen. Wie lange liegt er noch im Bett? Boah, der ist aber müde. Egal, soll ein bisschen malen. Lassen wir es mal ein bisschen laufen. Die haben Hunger immer noch. Oder schon wieder, wie auch immer.
mal ausprobieren. Mit dem Sitzen. So, er malt. Er weigert sich irgendwie. Er macht gar nichts hier. Nicht schön. Tja, funktioniert immer noch nicht. Die scheinen nicht zu Hause zu sein. Das ist das Problem. Da müssen wir wohl abends hingehen. Oh oh. Jetzt haben wir es. Der Schnee fällt. Herbst 2 Grad. Uiuiui. Ein Anruf hat er gerade bekommen. Ah ja, Frage. Nach dem potenziellen Verdächtigen? Da gucken wir doch mal nach. Hä? Genau, dann gehen wir mal fragen. Ach, da oben ist das. Okay, das kannst du mal machen. Da hat er schon zu tun. Jetzt geht's aber los. Jetzt wird's hier kalt. Jetzt geht's den Pferden auch nicht gut, wa? Ja, wie gesagt, man könnte auch einen Stall bauen. Vielleicht sollten wir das echt mal ausprobieren. Das alles abreißen, Stall bauen. Und können die da rein? Ein bisschen Geld haben wir ja. Ich versuch's einfach mal. Wir machen das. Und zwar in der nächsten Aufnahme. Da bauen wir einen Stall. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht, ein Dislike. War vielleicht nicht so unterhaltsam diesmal. Fand ich jetzt auch. Aber nächstes Mal wird's wieder besser, denke ich mal. Weil wir bauen ja da den Stall. Probieren wir mal aus. Ja, und ansonsten schreibt doch mal was in die Kommentare rein. Und wenn ihr noch nicht habt, lasst doch mal ein Abo da. Darüber würde ich mich mega freuen. Und ansonsten sage ich ganz einfach, bis zu meinem nächsten Video. Tschö mit Ö.